Mein Name ist Friederike Brandenburg. Ich habe hier als Fotografin bei dem Talents Award teilgenommen und stelle jetzt mit meiner Serie Zurückgelassen ab morgen hier aus. Ich bin Sophia Greif, ich bin Autorin, habe mich hier als Kunstkritikerin beworben und mich mit der Arbeit von Friederike Brandenburg auseinandergesetzt. Es fing an während meines Auslandaufenthaltes in Norwegen 2007 und ich bin da über die Ostertage mit einer Freundin zusammen auf die Lofoten gereist für gute 2 Wochen. Und wir hatten uns vorher im Internet schon mal geschaut, was man so, wie die Lofoten sind, was es da gibt und wie die Landschaft ist, und viele Norweger hatten uns quasi erzählt, dass das so das Großartigste von Norwegen wäre und total spannend, und alle waren nur am Schwärmen, und bin dann an manchen Klippen auf große Ansammlungen von Müll gestoßen. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich dachte so, wow, alle schwärmen hiervon, und dass man mit so einem Ort dann nicht anders umgeht, dass man einfach so wahllos sein Müll quasi hinterlässt. Und so fing das dann eigentlich an, dass ich da so ein bisschen sensibilisiert für war und geschaut habe, was dann noch alles kam. Und dann fing das so, nahm das so seinen Lauf, dass ich immer mehr Sachen entdeckte, die mich dann so angezogen haben. Ich glaube, das ist auch das, was die Arbeit von Friederike ausmacht, dass sie eben diesen Gegensatz irgendwo zeigt. Also einerseits sind die Bilder alle sehr einheitlich und sehr harmonisch. Also es fügt sich alles so ineinander. Von der Komposition ist es so, dass eigentlich den Hinterlassenschaften und der Natur gleicher Raum gegeben wird. Also es ist immer so eine relativ gleichmäßige Aufteilung. Farblich sind sie sehr einheitlich. Also es ist nicht so, außer bei einigen Bildern, dass, wie jetzt da bei dem Container, dass eine Farbe wirklich so raussticht, sondern die meisten Bilder sind sehr harmonisch, und gleichzeitig bleibt aber dieser Fremdkörper oder diese Irritation, dass da eben irgendwas in der Natur zurückgelassen wurde. Also die Bilder haben mich alle sofort angesprochen, irgendwas hat mich da reingezogen, und es hat dann aber auch gedauert, also durch die Gespräche mit Friederike, dadurch, dass ich mich mit anderen Fotografen auch beschäftigt habe, die auch sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinandergesetzt haben, dadurch entstand dann so langsam der Hintergrund, und dann konnte ich auch sozusagen immer mehr, anfangen, aber also es war auf jeden Fall sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen und da so immer tiefer reinzukommen. Also ich bin da mit dem Auto unterwegs, damit ich einfach überall anhalten kann, wo ich was sehe. Und auch wenn das jetzt bei den Bildern vielleicht nicht direkt offensichtlich ist oder gar nicht offensichtlich ist, ist es so, dass ich das meiste wirklich vom Auto aus entdecke. Ich bin dann unterwegs und schaue und halte die ganze Zeit die Augen offen. Und manchmal ist es dann so, dass ich gerade noch was aus dem Augenwinkel gesehen habe und dann die nächste Möglichkeit suche, wo ich einfach einen U-Turn machen kann, um dann zurückzufahren und dann nochmal zu schauen. Weil die natürlich auch, je mehr sie sich einfügen in die Natur und in die Gegend, desto schwieriger sind sie natürlich dann auch zu entdecken. Also ich weiß gar nicht, ob es ein spezielles Bild gibt, was ich jetzt ganz, ganz toll finde. Alle haben so was Besonderes, was mich dann wieder reinzieht. Bei dem Schiffswrack finde ich toll, dass es eben farblich so einheitlich ist und dieses Schiffswrack aber trotzdem so ins Auge sticht. Also ich finde, verschiedene Bilder haben einfach so was Spezielles für sich, wo dann die einzelnen Gegenstände im Zusammenspiel mit der Umgebung so einen ganz neuen Eindruck ergeben.